Afrika, maloba la Yesu kondolwayo, Israyeli mithandazo yethu. Etliche unabhängige Gutachten haben schon längst gezeigt, was wir seit dem Mord wussten. Uri Jalloh wurde ermordet. Die Lüge, dass er sich selbst verbrannt hat, wird von Staat und Polizei bis heute verteidigt. No peace! No peace! No peace! Das Feuer, das Uri Jalloh vor 17 Jahren tötete, verbrennt uns Migrantinnen noch heute. Die Handschellen, die an Uri Jallohs Händen waren, sind immer noch an den Händen von uns Migrantinnen. Lasst uns handeln, lasst uns aufstehen, lasst uns heute und an jedem verdammt anderen Tag die Straßen nehmen und kämpfen. Kämpfen, damit wir uns von diesen Handschellen der Ausbeutung befreien können, damit dieses Feuer, das uns verbrannt, zu einem Feuer des Widerstands gegen die Unterdrücker wird. By what we come here, you harass us, you intimidate us, you treat us like we are not human. This bullshit must stop. This thing must stop. Enough is enough. Das Fundament der polizeilichen Institution ist auf Faschismus, Rassismus, Gewalt und Machtmissbrauch sowie Schikane aufgebaut. Weshalb es nicht verwunderlich ist, dass immer wieder Skandale auftauchen, wo PolizistInnen dabei enttarnt werden, sich faschistisch militant organisiert zu haben. Gerechtigkeit müssen wir uns selbst erkämpfen. Die Geschichte der Zugewanderten, der Geflüchteten, der Flüchtlingen hier ist die Geschichte von Uri Jalloh. Und wenn wir für die Gerechtigkeit von Uri Jalloh kämpfen, kämpfen wir für die Gerechtigkeit der Menschen weltweit. Denn die größte Mehrheit der Welt ist verarmt durch den Imperialismus und den Kapitalismus und der tötet. Das ist seine Geschichte und diese Geschichte bekämpfen wir. Lasst uns unsere Freiheit nicht nehmen. Unsere Freiheit ist unsere Waffe. Lasst nicht zu, dass sie uns mundtot machen. No peace! No peace! No peace! We have to go deep within ourselves and really know how mighty we are. How mighty and how strong we are as a people to be able to stand here today. For Brother Mukhtar to be able to stand here today, for the initiative in remembrance of Uri Jalloh to be able to continue the work they're doing, shining in all glory, shining in all glory. We celebrate this day because there is nothing left to clarify. There is nothing left to clarify. We the people have done the clarification and we the people pronounce them guilty. Uri Jalloh! Das war Mord! 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 Amorai Tanjia, awo araye Tanjia, awo araye Tanjia, 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 Tanjia.